Millionen Minijobber erhalten die Energiepreispauschale von 300 Euro und zwar steuerfrei. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im März 2022 hat die Bundesregierung unter Federführung des Bundesfinanzministers aufgrund der explosionsartig gestiegenen Energiepreise ein Steuerentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. Dieses Steuerentlastungsgesetz enthält unter anderem das Vorziehen einer höheren Kilometerpauschale und auch einen höheren Grundsteuerfreibetrag ab dem 1. Januar 2022. Wenig später, Anfang April, gab die Bundesregierung bekannt, dass sie noch weitere steuerliche Entlastungen im Rahmen eines Energieentlastungspaketes für Bürgerinnen und Bürger vornehmen will. Diese steuerlichen Entlastungen betreffen zwei Gesetze. Einmal das Einkommensteuergesetz, also das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Energiesteuergesetz. Und in diesem Maßnahmepapier war unter anderem vorgesehen, dass eine Energiepreispauschale von 300 Euro, damals noch ohne zeitliche und inhaltliche Konkretisierung zur Auszahlung vorgesehen war, und zwar für lohnsteuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger mit den Lohnsteuerklassen 1 bis 5. Zu diesem Zeitpunkt sind wir, Rentenberater von Rentenbescheid24.de, davon ausgegangen, dass Minijobber, also geringfügig Beschäftigte, keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale haben werden. Das hat sich aber jetzt geändert. Am 27. April 2022 verabschiedete die Bundesregierung durch einen Kabinettsbeschluss eine sogenannte Formulierungshilfe, die als Ergänzung zu den eingangs erwähnten Steuergesetzen dienen soll. Und in dieser Formulierungshilfe steht unter anderem geschrieben: An Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wird die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber ausgezahlt, wenn sie am 1. September 2022 in einem gegenwärtigen ersten Dienstverhältnis stehen und in eine der Steuerklassen 1 bis 5 eingereiht sind oder als geringfügig Beschäftigte pauschal besteuerten Arbeitslohn nach § 40a Absatz 2 Einkommensteuergesetz beziehen. Mit dieser eindeutigen Formulierung in dem Gesetzesverfahren, in der Gesetzeserweiterung zum Steuerentlastungsgesetz 2022 ist nunmehr klar, dass alle Minijobberinnen und Minijobber, die nur einen pauschal versteuerten Minijob am 1.9.2022 ausüben, Anspruch auf diese 300 Euro Energiepreispauschale haben werden. Entscheidend sind zwei Dinge. Erstens, es muss am Stichtag 1.9.22 eine geringfügige Beschäftigung, egal ob 40 oder 50 Euro oder 450 Euro, vorliegen. Das heißt für Sie, dass Sie, wenn möglich, schon im August 2022 ein solches Arbeitsverhältnis schriftlich abschließen und diese pauschal versteuert werden nach § 40a Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Die pauschale Versteuerung bei einer geringfügigen Beschäftigung liegt immer dann vor, wenn Ihr Arbeitgeber aus Ihrem rentenversicherungspflichtigen oder rentenversicherungsfreien Minijobverhältnis pauschal 2% Pauschsteuer abführt. Das dürfte die Mehrzahl der 7,4 Millionen Minijobber in Deutschland betreffen. Viele Millionen Minijobber werden sich freuen. Wer am 1.9.22 einen Minijob mit pauschaler Besteuerung ausübt, sei es nur als Minijobber oder als Rentner, Student oder ALG-1-Bezieher mit 165 Euro anrechnungsfreien Minijob wird die 300 Euro Energiepreispauschale beanspruchen dürfen. Und Sie haben sogar noch einen Grund zur Freude. Laut Angaben in der von mir erwähnten Formulierungshilfe wird bei der Energiepreispauschale von 300 Euro auf den Lohnsteuerabzug aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Daher werden Minijobber, die diese Regelung in Anspruch nehmen, die 300 Euro in voller Höhe erhalten. Das betrifft aber nur Minijobber, die keinen weiteren Verdienst neben dem Minijob aus einem abhängigen Lohnbeschäftigungsverhältnis mit der Steuerklasse 1 bis 5 haben. Und
Auch noch wichtig, auf die 300 Euro Energiepreispauschale fallen keine Sozialabgaben an. Da wir uns im laufenden Gesetzgebungsverfahren noch befinden, kann es sein, dass an der einen oder anderen Stelle im Gesetz und in der Formulierungshilfe noch Änderungen eintreten werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de.